Selma Kujas, die wir zu Gast haben hier im Digital You Show and Tell. Herzlich willkommen, liebe Selma. Vielen, vielen lieben Dank, Katrin, dass ich heute bei dir sein kann bei so einem wichtigen Thema für die Community, aber auch für uns. Ja, genau. Und ich bin sehr happy, dass du hier bist, weil tatsächlich ist es so, du bist natürlich bei LinkedIn eine schillernde Persönlichkeit, finde ich. Du bist sehr authentisch, du bist die Bewerbungsqueen, so kennen wir dich, aber ich stelle dich auch gleich nochmal im Detail vor. Du hast eben eine hohe Followerschaft, du hast eine tolle Sichtbarkeit und wir wollen uns heute fragen, wie können wir denn damit umgehen? Ja, wir sind meines Erachtens nach zwei sehr positive Geister, die hier unterwegs sind, aber du hast immer mal wieder darüber berichtet, dass du tatsächlich auch mit der negativen Seite der Sichtbarkeit umgehen musst. Ja, also je sichtbarer wir werden, kann es ja eben passieren, dass wir Kritik erhalten in Kommentaren, Beleidigungen, Anfeindungen, gar Mobbing. Und ja, wir laden euch ein, heute mit uns darüber hier im Show and Tell zu diskutieren. Wir wollen uns fragen, wie können wir mit diesen negativen Kommentaren umgehen? Meldet euch gerne, schaltet euch ein durch die Kommentare und lasst uns da ins Gespräch kommen. Genau, und ich gehe hier mal, warte mal, ich muss hier einmal noch mal etwas einteilen. Ich lade euch ein, euren Senf dazuzugeben. Und bevor wir jetzt wirklich einsteigen, freue ich mich, wenn ihr euch wirklich ein bisschen einschaltet und euch meldet, sodass wir eben wissen, dass ihr zuschaut, dass ihr dabei seid und dass wir hier die Technik auch am Laufen haben. Das ist am Anfang des Lives, finde ich immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht selber, aber ich finde es immer wichtig, irgendwie alles zu kaputt. Alles gut, ciao. Es läuft. Sehr gut. Ja, das ist mir immer wichtig. Und die ersten 2, 3 Minuten, bis so alle da sind, nehme ich das immer ganz in Ruhe an. Und ja, wir laden euch ein, euch einzubringen und mitzudiskutieren. Selma hat mir gerade schon gezeigt, sie hat ein paar tolle Inhalte dabei. Und wie gesagt, ihr gebt gerne euren Senf dazu. Und ja, wir kommen so miteinander in den Austausch. Was mir ganz wichtig ist, dich einmal ganz kurz vorzustellen, liebe Selma. Kennengelernt habe ich dich als Bewerbungsqueen und wir sehen ja das Krönchen da in Neon auch im Hintergrund. Und, genau. Ja, da ist es. Das ist ein Geschenk von der Kursteilnehmerin. Ah, guck an, siehst du, gar nicht selber eingesetzt im Personal Branding, sondern toller Marker. Aber ich habe gelesen und das würde ich sagen, wenn ich dich jetzt vorstelle, mal mit dem aktuellen Angang, du bist echt in der Transformation. Also du hast jetzt gerade ein Vorher-Nachher, wir sehen das ja immer alle her, sehr, sehr gerne, ein Vorher-Nachher-Pick gemacht auf LinkedIn. Ja, du, wie du dich körperlich gerade verändert hast, wie zufrieden du mit dir bist. Du bist eben eine LinkedIn-Expertin. Du bist für LinkedIn selbst aktiv, gibst LinkedIn-Learning-Kurse, hast lange ein Online-Programm gemacht, wenn ich schon fast in der Vergangenheit sprechen darf, wo es eben um Einzelpersonen geht, die sich bewerben wollen und dafür LinkedIn gut einsetzen wollen. Und das ist, daher kommt eben dieses Bewerbungsqueen. Und du positionierst dich gerade um, auch ein wichtiges Thema, aber darüber werden wir heute nicht sprechen, in die Richtung Social Influencing. Ja, also du zeigst uns bzw. Unternehmen auf, wie sie eben Mitarbeitende gut einsetzen können, um ihr Image zu verbessern, um Produkt oder Dienstleistung besser an den Mann und die Frau zu bringen und eben tatsächlich neue Mitarbeitende zu finden. Große Themen, die du ansprichst. Ich empfehle nachher nochmal den Blick auch auf dein Profil. Also du merkst schon, ich bin ein kleiner Fan von dir. Ich gebe es offen zu, ja. Und freue mich umso mehr, dass wir heute miteinander sprechen. Punkt ist natürlich, dass wir beide, denke ich mal, dem Leben sehr positiv gegenüberstehen und eigentlich hätten wir es gerne alles ganz anders. Aber das Leben ist sozusagen da getrieben davon, dass eben auch mal Dinge passieren, die nicht so schön sind. Ja, also ich habe es ja in der Ankündigung geschrieben und die Angriffsfläche Sichtbarkeit, da hole ich uns jetzt nochmal ab, kann ja ganz viele Dinge beinhalten. Das kann sein, dass das ganz leicht losgeht über komische Kommentare,
bis hin dann wirklich in juristische Auseinandersetzungen. Ja? Und in dieser Entwicklung, in diesem Volume-Up, nenne ich das mal, wollen wir heute miteinander sprechen. Und Anstoß war ein Posting, was du gemacht hast, was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, da möchte ich wirklich gern mal mit dir drüber sprechen, weil du das ja alles, was dir passiert, sehr aktiv reflektierst, auch auf deinem Kanal. Ja, und du hast 2 Gen Z-Kinder, um noch in der Vorstellung zu bleiben. Hast du auch tolle Postings gemacht. Wie sie dich beraten im Bereich Social Media? Und was ich bei dir immer wieder gut finde, mach das bitte weiter. Du legst auf, ja, gute Musik. Da sitze ich immer davor und feiere dich, weil ich denke, ach, es ist so toll, wenn Menschen so ihre persönlichen Facetten ausspielen. Und das ist wohl eine bei dir, ja, mit dem Mikro am Ohr auflegen. Und da bin ich tatsächlich dann ganz gefangen davon. Und so sind wir Menschen ja auch. Und wenn wir dann immer nur die glatt polierte Fläche zeigen, ja, das ist nicht dein Style, um es mal so zu formulieren. Was habe ich noch vergessen, um dich vorzustellen? Übernimm gerne und trag noch was dazu bei. Also ich habe noch ein Generation Alpha zu Hause, 2-mal Gen Z und Alpha. Das stellt sicher, dass ich immer up-to-date bleiben werde mit den neuen Generationen und wie sie so ticken. Das würde ich vielleicht noch hinzufügen. Und wenn ich mich von hektischen Dislike-Kommentaren erholen muss, gehe ich in meinen Garten. Ich bin leidenschaftliche, wie soll ich sagen, Biogärtnerin. Also ich habe das gerne, wenn das Essen, das, was ich also sehe, das ernten kann und das auf meinem Tisch landet. Das ist noch so, wie soll ich sagen, nicht ein Hobby, aber das pflege ich mit viel Liebe und Freude. Und so sehe ich übrigens auch LinkedIn und das Netzwerk. Es ist wie ein Garten, der gesät werden möchte. Und da gibt es halt ab und zu auch ein bisschen Unkraut. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Beim Gärtnern ist es so, dass man manchmal das Unkraut gezielt durch die Saat von neuen Pflanzen quasi verdrängt. Und das ist so ein bisschen die Strategie, die ich auch fahre auf LinkedIn. LinkedIn ist mein Zuhause. Ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben. Das war der Helping Day, wo wir Stellensuchende unterstützt haben. Du hast eine Rock Your Profile Session gegeben. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Damals war eben das Thema, Fach- und Führungskräfte zu unterstützen im Karrieresprung, meine Leidenschaft. Die ist es auch und die wird es immer bleiben. Aber jetzt erkenne ich auch, dass mit LinkedIn viele Hebel in Bewegung gesetzt werden können, um den Bewerbungsprozess wertschöpfender zu gestalten, insbesondere mit der direkten Zusammenarbeit mit dem HR. Mhm. Und die andere Seite, du hast es schon erwähnt, bewege ich mich Richtung Corporate Influencing und Business Influencing mit LinkedIn, aber auch dort ist das Thema, worüber wir heute sprechen, super relevant. Viele Unternehmen sind zu zaghaft, aus Angst, eben diese Kehrseite der digitalen Sichtbarkeit, Hate Speech oder Shitstorm, das sind alles Dinge, mit denen werden wir unbedingt lernen müssen, umzugehen. Und das, ich hoffe, dass ich ein paar Impulse geben kann, einfach aus meiner Erfahrung her. Mal schauen. Okay, und ich lass uns gleich einsteigen. Dazu würde ich sagen, weil du hast einfach eine kleine Zusammenstellung mitgebracht. Ich teile dann jetzt gleich mal die Charts und dann können wir da reingucken. Und nur noch mal zur Erinnerung für alle, alle, die jetzt zuschauen, können es natürlich einfach verfolgen auf dem Chart. Alle, die jetzt zuhören, ja, da werden wir einfach im Überblick immer noch mal sagen, was wir da so sehen. Selma, das ist jetzt ein Screenshot aus einem Kommentar, wo du getaggt wurdest. Genau, also das ist, glaube ich, ein Screenshot unter einem Posting von mir. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Varianten von Dislike oder Beleidigungen. Das kann unter dem eigenen Post sein, das kann aber auch unter den Posts von anderen sein, wo man namentlich nicht direkt erwähnt wird, aber die Community oder meine Followers sehr genau wissen, dass ich da persönlich angegriffen oder beleidigt werde. Ich weiß, dass jetzt der Puls von ein paar Personen in die Höhe geht, die nämlich diese Dinge geschrieben haben, aber das ist okay. Das sind die Konsequenzen, die man tragen muss.
Das hier, ich meine, es ist klar, wenn man so ein Branding hat als Bewerbungsqueen, was ich mir übrigens nicht selbst verpasst habe, auch das war wieder eine Kursteilnehmerin von mir, die mir das, diesen Titel verliehen hat und ich fand, hey, cool, kann man sich merken, Selma Kujas weniger, aber Bewerbungsqueen, das bleibt. Und das wollen wir ja auf LinkedIn top of mind sein. Ja. Plus die Auszeichnung als Top Voice, die zweifache, sorgt natürlich für hitzige Gemüter und ich werde immer wieder angegriffen oder Personen versuchen, mich dort zu treffen, was eben diese Begrifflichkeiten Bewerbungsqueen und Top Voice betrifft. Und da schreibt jemand eben, wenn man sich als Bewerbungsqueen oder Top Voice ausgibt, macht man sich lächerlich und dann unten noch Queen von Lummerland. Das ist ja, so eine Art Märchenanlehnung, ja. Also, genau, einfach ja, den Wunsch, jemanden ins Lächerliche zu ziehen. Das hier war auch unter einem Posting von mir, wo jemand mir quasi Narzissmus unterjubeln möchte. Er war dann noch so cool, dass er ein Bild noch von männlichem Narzissmus und weiblichen gebracht hat, aber eigentlich wollte er mir ja nur sagen, wenn man sich Bewerbungsqueen nennt, oje, ist man ziemlich selbstverliebt. Ja, und da muss man ja noch mal eins dazu abholen, bevor wir da jetzt einsteigen. LinkedIn Top Voice habe ich vorhin tatsächlich, shame on me, vergessen in der Vorstellung. Hast du dich ja nicht genannt, sondern das wird ja von LinkedIn jährlich vergeben, die Top Voices. Da gibt es, kann man einfach googeln, jedes Jahr aufs Neue, auf unterschiedliche Branchen bezogen, werden da herausragende, LinkedIn-Userinnen und User im Sinne von aktive Nutzerinnen, die schreiben, wird es verliehen sozusagen. Und das, während du die Bewerbungsqueen ja genommen hast und gesagt hast, das ist jetzt für mich ein famoser Begriff, hast du das ja als Auszeichnung erhalten. Und vielleicht gehst noch mal eins zurück auf das davor. Wenn das jetzt, fangen wir mal hiermit an, wenn das jetzt so ankommt, ja, in Form eines seltsamen Kommentars, wie geht das dann bei dir vor? Also ich will noch mal so ein bisschen das rekapitulieren, wenn so ein Kommentar kommt. Wie ist deine Reaktion? Wie gehst du damit um? Ich sage immer, einmal im Blog gehen. Du hast bestimmt auch deine Strategien. Und wie kommst du dann sozusagen hier jetzt zu einem Ergebnis, wie denn damit umzugehen auch ist? Also wie hast du jetzt in dem Fall dich verhalten? Es war wie das Erlernen einer neuen Sprache oder Kompetenz ein Lernpfad. Mhm. Ganz am Anfang hat mich das natürlich verletzt. Das sind kleine Stiche, die man schnell persönlich nimmt. Und man muss lernen, damit umzugehen. Aber in der Zwischenzeit ist dann eine Narbe drüber gewachsen und das ist nicht mehr so empfindlich. Das bedeutet, früher habe ich an mir selber gezweifelt. Das ging so weit, ich habe 2020 mit TikTok gestartet und das ist eine sehr, ich nenne sie roughe Plattform, wo sehr viel Hate Speech da ist, sehr viele beleidigende Kommentare und nach 3 Wochen habe ich die App gelöscht, weil das so heftig war. Und da hier auch ein großes Kompliment auch an meine Tochter Amina, die mir oft gesagt hat, Mama, du darfst das nicht persönlich nehmen, das ist normal, so geht auch die Gen Z miteinander um etc. Und sie, wie soll ich sagen, sie ist bei mir so der Druckablasser, wenn ich irgendwas sehe, wo ich mich tierisch aufrege. Dann rufe ich sie an oder schicke ihr ein Printscreen und sie holt mich dann immer runter. Wobei das natürlich jetzt für mich, ich habe mich daran gewöhnt. Man gewöhnt sich wirklich daran und man kann es mit einer Distanz betrachten. Woran ich mich noch nicht gewöhnt habe, und das ist vielleicht einer meiner Triggerpunkte, ist, wenn meine Professionalität und Integrität angegriffen wird, hat damit zu tun, dass Integrität aus meinen Top 5 Werten Nummer 1 ist. Und da reagiere ich oft noch zu emotional, aber auch das werde ich lernen. Ich bin dabei. Never stop learning. Ja, genau. Genau, aber dieses Beispiel hier, das heute lässt mich das wirklich total kalt. Das ist so.
Also das lässt du einfach so stehen, also und gehst auch nicht drauf ein. Gibt es denn Fälle, wo du einen Kommentar mal bekommen hast am Anfang? Also ich gehe da nochmal einen Schritt zurück als Erfahrung, weil du bist tatsächlich in diesem Lernpfad viel weiter und ich will da, glaube ich, in den Pfad will ich gar nicht einschlagen, ehrlich gesagt. Aber manchmal kriege ich Kommentare, wo ich so denke, ist das jetzt hier Trolling oder ist das einfach nur ein bisschen verquer? Und dann frage ich halt, reagiere ich auch nochmal und frage nochmal nach, weil wenn ich einen Kommentar sehe und im ersten Moment denke, der trollt mich jetzt hier oder sie. Und dann denke ich so, also als Reframing versuche ich manchmal zu sagen, wenn man es positiv auffassen wollte, was würde jetzt hier gesagt? Also man merkt, mein Glas ist immer schwippschwopp voll. Gibt es hier irgendwas, was ich als positiv annehmen kann? Ja, und das ist das, wenn ich sozusagen einmal irgendwie in die Kaffeeküche gehe und denke so, ist da irgendwas drin, was wertvoll ist, woran ich lernen kann? Nein, ja, nein. Ja, und dann zu sagen, wenn du jetzt sagst, es greift meine Kernwerte, Integrität an, da gibt es dann nicht mehr viel zu diskutieren mit dir, weil du einfach hart getroffen bist. Aber wenn es nicht sich noch auf so einer leichteren Ebene abspielt, gehst du auch mal in den Austausch oder lässt du das einfach immer nur so stehen? Das würde mich schon nochmal für diese leichteren Fälle interessieren. Also wie gesagt, wenn es um meine Werte geht, werde ich echt zur Löwin. Dann kann ich ein richtiges Biest werden. Aber wenn es, also wie soll ich sagen, leicht ist, dann versuche ich immer empathisch zu verstehen, an welchem Ort diese Person ist. Das kann auch sein, dass ich mir kurz das LinkedIn-Profil anschauen gehe, die Aktivität anschaue und wenn das eine Persönlichkeit ist, die auffällt durch immer wieder negative Kommentare, dann weiß ich, das ist ihr Ventil für den Frust, den sie im Leben hat und da gehe ich gar nicht drauf ein. Weil es ist schon immer ein Energieaustausch, man begibt sich in eine negative Energie, wenn man in die Diskussion oder Rechtfertigung geht. Und dafür habe ich sehr, sehr oft gar keine Zeit und keine Lust und lenke meine Energie auf Dinge, die Spaß machen und die Freude bereiten. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich missverstanden wurde mit meiner Botschaft, die ich rausschicke, mit meinen LinkedIn-Posts, dann nehme ich mir die Zeit zu antworten. Ein gutes Beispiel vor, ich weiß nicht, 2 Monaten, hatte ich einen Post gemacht. Ich hatte hier so einen Blutzuckersensor, weil ich letztes Jahr wirklich kurz vor dem Diabetes stand und habe einfach meiner Community erzählt, wie toll das Gerät ist, wie es mir geholfen hat, obwohl die Ärzte irgendwie gar nicht sehen konnten, dass ich jetzt dann gleich Diabetes bekomme. Und da haben sich super viele Betroffene, die Diabetes haben oder Kinder mit Diabetes, getriggert gefühlt und quasi im Stil von, ja, welcher Konzern bezahlt dich jetzt? Und es war keine Werbung, also es war wirklich Werbung aus Überzeugung. Und da hatte ich das Bedürfnis, klarzustellen, aus welcher Ecke ich komme oder warum ich das jetzt genau poste. Und da ist es mir wirklich wichtig, wenn es um ein Missverständnis geht. Okay, cool. Ja, weil das, ich erinnere das noch und ich kenne auch das HbA1c-Thema. Und kenne auch die Eingrenzungen sehr gut durch familiäre Vorbelastung. Und da habe ich gedacht, guck mal an. Ja, du gehst ja noch einen Schritt weiter in dem Nachvollziehen und in dem Messen, habe aber dann die Kommentare nicht mehr so verfolgt. Aber gerade so medizinische Dinge, alles was, ja, wir erinnern uns an die Impfdebatten, ist natürlich tatsächlich immer ein großer, großer Aufschlag. Während du das nächste mal raussuchst oder mal reinwirfst hier, begrüße ich mal die Community. Also klasse, danke, dass ihr euch meldet. Ralf, sehe ich, Gesa, Melanie, Stefan, Andrea. Ich sehe auch, dass ihr Probleme habt mit dem schwarzen Screen. Jörg, hallo, Mathis. Den schwarzen Screen sehe ich hier von Manuela. Aber anscheinend hat Andrea, Dankeschön, auch geholfen. Michael, schaltet euch gerne ein und ich hoffe, dass wir sichtbar sind, weil wir gucken aufs nächste, den nächsten Screenshot, den Selma uns hier mitbringt. Und ja, Selma, was war das? Genau, also generell rate ich davon ab, über Politik, Religion und Gesundheit zu schreiben. Ich weiß den Kontext
nicht mehr genau. Ich weiß aber, dass es unter einem Posting von mir war. Aber in der Regel poste ich nichts Politisches und auch nichts eigentlich zu Corona, wenn dann nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Fachkräftemangel oder Jobverluste etc. Auf jeden Fall hat diese Person dann geschrieben, hoffe, dass du und deine Familienangehörige durch mRNA sterben oder durch Nebenwirkungen krank werden. Das fand ich schon Wahnsinn und du kannst an meiner Antwort erkennen, ich schreibe dann, ich hoffe sehr fest für dich, dass deine Kunden oder potenzielle Geschäftspartner deinen Kommentar hier nicht lesen. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer wieder eigentlich, wenn es ganz schlimm wird, hinschreibe, um auch ein bisschen zu zeigen, hey, da lesen Leute mit und bei mir sind das unter Umständen pro Woche 100.000. Also sei wirklich vorsichtig, wie du negative Kommentare verfasst, weil, ja, wie gesagt, man liest mit und das wirft auch dich nicht in ein optimales Licht, besonders wenn das deine Kollegen oder deine Chefin oder dein Arbeitsumfeld sieht, kann das schon wirklich zum Eigentor werden. Und du lässt in so einem Fall aber den Kommentar stehen und löscht ihn nicht? Nein, diesen habe ich gelöscht. Ich mache einen Screenshot. Ganz ehrlich, eigentlich das richtige Vorgehen wäre ja, dass ich den Kommentar bei LinkedIn melde. Das kann man für jeden Kommentar machen. Meine Erfahrung ist, dass, weil da wahrscheinlich KI dahinter steckt bei LinkedIn, zu 80%, das wird es nicht gelöscht, auch wenn es berechtigt ist. Habe ich auch schon erfahren. Ich möchte besonders solcher Hate Speech gar keinen Raum geben, gar keine Bühne. Ich lasse es, sagen wir, 10 Minuten stehen, schreibe meinen Kommentar, mache einen Screenshot und dann lösche ich den Post. Weil, ganz ehrlich, mein Feed, mein Profil, meine Posts, meine Regeln. Für mich ist LinkedIn mein Zuhause und ich lade ja auch nicht jemanden zu mir nach Hause ein, der in die Bude kommt und irgendwie sagt, hey, ich wünsche dir den Tod und so. Ja. Also, no go. Und kannst du eine Grenze sagen, wo du löscht und wo du stehen lässt? Kann man das irgendwie fassen? Kannst du das irgendwie fassen? Also ist das wirklich der Angriff, der verbale Angriff auf Person und Leben oder ist es der verbale Angriff auf deinen Charakter? Oder ab wann sagst du, hier die Tür ist, da ist die Tür, Wiedersehen? Wenn es, wie soll ich sagen, also natürlich bei Gewalt oder Drohungen, da ist bei mir die Null-Toleranz-Grenze. Das Ding ist, wenn es um meinen Post geht und ich die Kontrolle habe, dann setze ich die Grenze ziemlich lasch. Also dann lasse ich auch mal was stehen, was andere vielleicht löschen würden und entscheide dann, kommentiere ich dazu oder nicht, weil das ist auch immer wieder Personal Branding. Wie gehe ich damit um? Kann ich mit Kritik umgehen? Kann ich einen Standpunkt vertreten? Weil es gibt natürlich auch die, die sagen, ich lasse es stehen und kommentiere einfach nicht. Alles. Ja. Und da finde ich, manchmal muss man seinen Standpunkt vertreten und auch zeigen, hey, ich stehe zu dem, was ich sage. Aber wenn der Hate oder der Dislike nicht unter meinen Beiträgen ist, dann wird es eben ziemlich schwierig, weil da habe ich keine Kontrolle drüber. Aber so generell kann ich sagen, wenn es wirklich Hate Speech, ganz klare Hate Speech, wie jetzt in diesem Beispiel ist, dann wird das gelöscht. Dem gebe ich keinen Millimeter digitalen Raum. Das ist der erste Schritt. Also antworten, screenshotten, Kommentar löschen. Und das nächste wäre dann ja noch, also du meldest eher weniger, sagst du. Und dann wäre es ja noch eine Möglichkeit, die Person zu blocken. Ist das, genau. Geht das bei dir 1:1 einher? Wenn du den Kommentar löscht, blockst du auch sofort die Person? Nicht immer. Also es gibt viele Personen, besonders Karrierecoaches, die dann unter meinen Postings quasi noch Werbung machen für ihre Angebote. Das lösche ich, wenn ich nie mit ihnen in Kontakt war. Wenn das Personen sind, die in meinem Netzwerk sind, dann lasse ich das selbstverständlich stehen. Aber
wenn ich einen Kommentar lösche, heißt das nicht direkt, dass ich die Person blocke. Jetzt in diesem Fall von vorher natürlich. Mhm. Also das ist so ein schlimmer Angriff eigentlich auf meine Familie, auf meine Kinder, jemanden den Tod zu wünschen. Verrückt. Ja. Das ist crazy. Mhm. Okay. Ja, also das ist, merken wir uns nochmal, so, es gibt eben graduelle Abstufungen, wenn es so leichte Kritik ist, einfach drauf einzusteigen, Missverständnisse zu klären, sich zu überlegen, okay, lasse ich es so stehen oder auch nicht, mache ich mich nochmal verständlicher. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal hilfreich ist, wenn es so auf so einer Trollebene ist, wo es noch nicht in den persönlichen Angriff geht, dass ich dann, das habe ich neulich mal sehr erfolgreich gemacht, gefragt habe, dürfte ich das in einem nächsten Podcast zum Thema einsetzen? Und das macht Trolle dann wuschig. Ja, mhm. Wenn sie das Gefühl haben, dass man sie irgendwie dann doch in die Öffentlichkeit zieht. Ja. Genau, man exponiert sie und das mache ich ab und zu und das werde ich weiterhin machen. Wenn es mir zu viel wird, dann exponiere ich sie, aber immer auf einer inspirierenden oder humorvollen Art und Weise. Also inspirierend nicht für die Trolle selbst natürlich, nee, aber für die Community, fürs Netzwerk. Genau, fürs Netzwerk. Und mache auch einen Witz draus, weil ganz ehrlich, ich nehme mich nicht so ernst, wie die Menschen denken. Also ich kann auch gut mal drüber lachen. Also ich fand jetzt das Beispiel Queen von Lummerland, fand ich noch süß, weil ich liebe die Geschichte von Jim Knopf. Und ja. Dann hatte ich gerade so ein Bild im Kopf. Ist okay, hätte ich jetzt da noch was schreiben können. Aber ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, wenn solche Kommentare da sind, und das musste ich auch lernen, ich bin ein sehr impulsives Gemüt, ist mein türkisches Blut, auf jeden Fall habe ich am Anfang immer gleich reagiert. Ich habe keine Distanz genommen, keinen Schritt zurück, gleich zurückgeschrieben und dann wieder und dann wieder. Und heute ist es so, okay, ich lese das, ich mache eine Pause, ich gehe spazieren, ich schicke einen Screenshot an irgendjemanden aus meinem Netzwerk, und sag, hey, wie findest du das? Wenn ich so gekränkt bin, ist das eine Überreaktion? Und dann kommt auch ein Austausch. Also meine Botschaft ist eigentlich, nicht sofort reagieren. Mhm. Sondern den weltberühmten, ja, also den zwischen Reiz und Reaktion erst nochmal die Vernunft setzen und auch einmal durchschnaufen. Also ich überlege dann wirklich immer so, Wie würde jemand Drittes drauf reagieren? Ja, weil wir selber, wie du sagst, wir sind ja doch getroffen. Und ich denke da manchmal so, auch in Trainings sagen wir dann Leute, ach ja, das ist ja hier alles nur digital und so. Aber wenn du einmal eine Angriffsfläche geboten hast für einen Troll oder auch für mehr, dann weißt du, wie real sich das anfühlt, wie real sich so eine Beleidigung und so eine Wut auch anfühlt emotional. Und da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie hier nicht, dass es nur digital und nicht so real ist wie in der realen Welt. Im Gegenteil, ja. Also manches verstärkt sich noch dadurch, dass man nicht diesen Präsenzaustausch hat und das dann eben hübsch durch den Bildschirm geteilt ist. Da bin ich ganz gespannt, wie es dann im Metaverse aussieht. Dann wird es noch realer. Stimmt, ja. Da wird sich noch einiges ändern, und auch noch sozusagen zu unseren Lebzeiten. Mach dein Nähkästchen weiter auf. Was hast du noch dabei? Da ist auch ein Screenshot, das war auch wieder ein Post von mir, wo ich über das Thema gepostet habe, wo du findest, ja, bitte Selma, sprich darüber. Das war ein DJ-Auftritt von mir. Damals, der Kontext war dieses Video, das rumging von der finnischen Ministerpräsidentin. Genau, von der finnischen Ministerpräsidentin, wie sie Party gemacht hat. Und ich habe dann quasi ein Kurzvideo von einem DJ. Genau, und da hat dann ein grumpy old man geschrieben, was muss das für ein armes und inhaltsleeres Leben sein, dass man es nötig hat, sowas zu posten. Und da jetzt eben als Beispiel hat es mich interessiert, aus welcher Ecke kommt der? Und ich habe dann gesehen, auf seinem LinkedIn-Profil mit 0 Followern und ganz vielen trolligen Kommentaren bei anderen Postings von anderen LinkedIn-Usern, dass diese Person einfach frustriert ist wahrscheinlich.
Jetzt hast du das ganz nett umschrieben, aber das möchte ich jetzt für die Podcast-Hörerinnen und Hörer nochmal abholen und lese es mal vor, weil Selma hat geantwortet, ne, was muss das für ein armseliges und inhaltsleeres Leben sein? Sie antwortet, ein Blick auf dein Profil mit 0 Followern und trolligen Kommentaren verrät mir, dass du an emotional einem sehr düsteren Ort wohnst. Fühl dich virtuell gedrückt. Mhm. Ja, genau. Oh. Super Reaktion, ja, also das finde ich ist, zeigt, die sozusagen zeigt, dass du eine Distanz aufgebaut hast, die das nicht reingepfiffen hast und sagst, oh Gott, ich habe DJ, ich habe ein bisschen Musik gepostet und jetzt sagt hier einer, ich sei ab und inhalt der, ja, sondern in den Spieß echt umdrehst und sagst, Alter, merk mal, was los ist hier, ja, also. Also ich muss dazu sagen, diese virtuelle Umarmung, die meine ich auch echt. Ja. Also die Person tut mir wirklich leid. Also ja. Da habe ich Mitgefühl, Empathie. Das muss kein schönes Leben sein, wenn man auf Social Media überall Negativität versprühen muss. Also das tut mir echt leid. Ja, für mich ist das so persönlich gar nicht nachvollziehbar, weil also mein Leben ist voll davon, dass ich Dinge lernen möchte und nach vorne bewegen möchte und mich mir vorzustellen, ich würde sowas ablassen auf Menschen, also da habe ich große Probleme, dem überhaupt nachzugehen, wie sowas entsteht. Ja, aber es ist da. Wir können es ja nicht weiter negieren. Danke für die Einwände. Ich habe es schon wieder ausgeblendet. Ich bin hier aber auch schnell am Finger heute. Was hast du da dabei? Also die nächsten paar Screenshots sind von den gleichen Personen über, ich glaube, die letzten 2 Jahre. Und hier wechseln wir eigentlich in ein noch ernsteres Thema. Einerseits Dislike und negative Kommentare auf Postings, die quasi Einzelaktionen sind. Und jetzt gehen wir ins digitale Mobbing, das sich über längere Zeit, Monate oder sogar Jahre erstreckt. Und ganz klar, wie bei allem, Screenshots sammeln und das Ganze eigentlich ein bisschen dokumentieren. Und da geht es dann darum, es gibt verschiedene Abstufungen, auch rechtlich, was Dislike und Hate genau beinhaltet. Also das können eher verletzende Kommentare sein. Es gibt die Rufschädigung, es gibt die üble Nachrede und es gibt die Verleumdung. Hier haben wir ein Beispiel von Verleumdung. Da spricht jetzt die Person auch in Bezug auf meine LinkedIn Top Voice Auszeichnung. Ich sei mit unlauteren Mitteln vorgegangen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Also so viel Geld auf dem Konto hätte ich gar nicht, um LinkedIn zu bestechen, mir die Auszeichnung zu geben als Top Voice. Mhm. Das ist einfach mal das Beispiel, wie Verleumdung aussehen kann. Dann haben wir hier, ich hatte vor ein paar Wochen sehr offen und ehrlich über meine Vergangenheit gesprochen. Wir alle haben unseren Rucksack. Meiner ist vielleicht ein paar Kilo schwerer als von anderen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel prägende Erfahrungen gehabt in meinem Leben und habe über die gesprochen, immer mit dem Ziel, meine Community zu inspirieren. Das ist das, was ich mit meinem Content schaffen möchte, ist ein Zeichen der Hoffnung setzen für diese eine Person. Es ist mir egal, ob 1.000 oder 100.000 den Post sehen, wenn eine Person sich dazu inspiriert fühlt, etwas zu tun oder sich verstanden fühlt und nicht so alleine mit den Emotionen, dann habe ich mein Ziel als Content Creator, wie ich es sein möchte, erreicht. Und ich habe da... Ganz kurz, bevor wir darauf einsteigen, darf ich dir dazu was sagen? Das finde ich nämlich so exzellent bei dir, dass du gute Inhalte beisteuerst, viel Gutes reflektierst, aber hin und wieder ist es so, als ob du einfach mal so dieses Rollo runterlässt und also echte Menschlichkeit zeigst, die wir ja hier bei LinkedIn doch häufig nicht so sehen, sage ich mal so. Es ist alles immer so ein bisschen geschönt und so ist es. Und du bist eine derjenigen, die hin und wieder einfach mal so ganz offen und sehr ehrlich und manchmal fast schmerzhaft ehrlich zeigt, wie wir Menschen ja auch sind und diese Facetten von dir zeigst. Und das möchte ich dir nur noch mal, bevor wir jetzt darauf eingehen, sagen, so viel Mut braucht es erstmal, das zu tun.
Ja, da, also zoll ich dir meinen höchsten Respekt davor. Und Dankeschön. dass du, ja, wirklich, und dann sozusagen das passiert. Also das nochmal ganz wichtig, denn es geht nicht nur darum, dass du persönliche Facetten zeigst für DJing und deine Kinder auch mal zeigst, sondern ja, manchmal dich ungeschminkt zeigst oder auf dem Weg zu einer Trauerfeier, ja, also Dinge, die dich halt berühren, dass du die dann einfach manchmal da reflektierst, ebenso diese persönlichen Erfahrungen. Ja, und was geschah dann? Also noch kurz dazu. Mut ist mein zweiter Grundwert. Integrität und danach kommt Mut. Und das ist mir einfach wichtig, weil durch meinen Rucksack schleppe ich auch ein großes Maß an Traurigkeit durchs Leben. Das ist einfach so, das prägt. Wenn man Menschen in den Tod begleitet, wenn man, keine Ahnung, eine schlimme Ehe hatte oder was auch immer, das prägt. Und ich hatte bei meinem Posting über diese Dinge gesprochen. Ich habe auch. Und dazu stehe ich 100%. Ich hatte in der Zeit, wo ich meine Mutter, wo ich Sterbebegleitung geleistet habe, über ein Jahr, ich war ziemlich jung, 30 Jahre alt, ich konnte das nicht ertragen, sie nüchtern am Ende ihres Lebens zu sehen. Das war so furchtbar. Das ist so eine, sie hatte eine ganz, ganz schlimme Krankheit und das war ein Dahinsiechen und das konnte ich nicht nüchtern ertragen. Und hatte darüber geschrieben, dass ich damals ein Alkoholproblem entwickelt hatte, weil das ist, ich meine, viele wissen das, wie schnell das geht. Aber ich bin da rausgekommen und hier ein Beispiel wieder von denselben Personen, die jetzt schon Jahre quasi digital mobben, die schreiben, ja, neulich von einem Coach gelesen mit Alkoholdrama etc. Und dann wieder Alkoholsucht und Schulden. Ist das ein vertrauenswürdiger Coach? Und dann am Schluss nochmal Alkoholiker. Also dieses bewusste und eigentlich finde ich sehr perfide Bemühungen, mir meinem Branding quasi zu unterstellen, ich hätte ein Alkoholproblem. Und das hier hört der Spaß für mich auf, weil das greift meine Integrität an einerseits und andererseits, wenn man mir vorwirft, ist diese Person vertrauenswürdig, dann wird meine Professionalität angegriffen und da hört es bei mir einfach auf. Und ja, das ist so die wirklich die Grenze, die überschritten wurde, da jetzt in diesem Beispiel. Ja, und lassen wir den mal jetzt so stehen. Da jetzt nochmal die Frage. Erstmal deine Reaktion, wie gehst du damit um und was war dann die digitale oder was war die Reaktion? Ja, also nochmal, was war Genau. los und wie hast du dann reagiert? Das Problem war, ich habe diese Screenshots geschickt bekommen, weil ich diese Personen schon jahrelang blockiert habe. Aber wenn mir dann andere Screenshots schicken, dann bin ich quasi, kann ich mich nicht davor verschließen. Und dass mir Leute aus meiner Community das senden, ist ja schon der Beweis, dass man versteht, dass es sich dabei um meine Person handelt. Und meine Reaktion war sehr emotional natürlich. Falls ihr zuschaut, die das geschrieben haben, ja, ihr habt euer Ziel erreicht. Es hat mich getriggert, weil es natürlich meine Werte angreift. Aber auch hier Schritt zurück, durchatmen, besprechen, Meinungen holen, Empfehlungen holen. Und das sah dann konkret so aus, dass ich mich entschieden habe, mal eine juristische Unterstützung zu holen, damit ich selbst mal mit diesen Themen umgehen kann, weil ich hatte bis dahin nie irgendwie rechtlichen Support geholt, weil ich es immer irgendwie verarbeiten konnte oder ignorieren, was auch immer. Aber jetzt in diesem Fall, wo diese Suggestion, ich hätte ein Alkoholproblem, das hat mich wirklich auf die Palme gebracht. Und da habe ich mir Unterstützung geholt. Und hast dann ja auch noch immer mal wieder das ja auch bei dir reflektiert, ne, durch Postings, also das ein oder andere dann einfach auch sichtbar gemacht. Das ist ja dann eben eine Möglichkeit, wieder auch in den Driver Seat dessen zu kommen, was man der Community zurückgeben kann, was du daraus gelernt hast, ja. Das finde ich tatsächlich, die große Schleife zu drehen, aus irgendwie sowas zu erfahren, sich solchen Dingen aussetzen zu müssen und dann hinzugehen und zu sagen, so Leute, habe ich wahrgenommen,
Ja, aber life goes on, ja, und ja. Es sagt so viel über euch. Genau, also mich, also einerseits verarbeite ich das natürlich in meinen Postings, aber nicht in der Opferrolle, weil die liegt mir wirklich nicht, sondern in der, wieder in der inspirierenden Rolle, hey, wenn es dir auch so geht, das und das sind die Denkmuster von Trollen oder Mobbern und so kannst du damit umgehen. Und zusätzlich hat es mich gleich inspiriert, einen Blogartikel über Mobbing zu schreiben, auch im Kontext im Berufsleben, weil ich natürlich weiß, dass ganz viele Angestellte sich in Situationen befinden, wo sie gemobbt werden. Und das konnte ich gerade quasi diese Energie, diese negative eigentlich in die positive transformieren und einen wertvollen Artikel für meine Newsletter-Leser und für meine Community schreiben. Ja, perfekt. Perfekt umgewandelt. Also wie, es gibt so eine Sportart, das ist, wie heißt es denn noch? So eine japanische, die wandelt die Angriffsenergie in eine, in eine andere Energie um. Ja. Tai Chi. Ja, und nee, irgendwas mit Akudo. Komme ich jetzt nicht drauf. Aikido. Die nimmt die Kraft und sozusagen wandelt sie aber in was Positives um. Und da ist mir nochmal eine Sache wichtig, die zeige ich jetzt mal, dass man Screenshot hier, ich habe in meinen, ich mache auch Twitter-Bootcamps. Und bei Twitter ist ja Hate Speech noch viel schneller am Start als bei LinkedIn. Ja, LinkedIn, sage ich ja, meistens ist eher so im Vergleich dazu eine Kuschelbude. Und was wir hier in Berlin haben, ist eine Organisation, die nennt sich Hate Aid, also Hate Englisch und dann Aid Englisch, Hate Aid. Und habe ich jetzt gar nicht schön belegt hier, gebe ich aber gerne nachher noch den Link rein. Und was eben ich immer als erstes mitgebe, wenn man da sitzt in der Situation, ist, wenn dir das mal passiert, ja, wenn es dann tatsächlich jetzt, wir wollen es nicht hoffen, aber wenn es mal irgendwann vorkommt, was immer hilft, ist, sich mal klarzumachen, wie mache ich überhaupt rechtssichere Screenshots? Ja, also wie mache ich einen Screenshot, dass er nachher, falls ich in eine rechtliche Auseinandersetzung gehe, in Klammern dabei unterstützt HateAid übrigens auch, weil es ein spendenfinanzierter Verein ist, beziehungsweise auch finanziert wird aus Aikido, danke, weil es finanziert wird eben aus den Beiträgen von Leuten, denen geholfen wurde. Und da kann man sich eben angucken, wie mache ich einen rechtssicheren Screenshot mit Datum, mit Uhrzeit, mit Username und dem Kontext. Ja, also, dass man eben klar nachweisen kann, es war, dieser Kommentar war unterhalb dieses Postings. Also, das ist nämlich dann tatsächlich auch relevant, dass der Kommentar zuordnenbar ist. Und das dann hier, das fand ich ganz spannend vorhin, als ich nachgeguckt habe, gesplittet auf alle Plattformen. LinkedIn ist nicht dabei. Ja, also, es gibt es für TikTok, es gibt es für YouTube, für Facebook. LinkedIn haben sie da noch nicht. Wahrscheinlich, das zeigt auch, dass der Bedarf vielleicht etwas weniger ist. Aber du bist ja der Beweis dafür, dass es durchaus sinnvoll wäre, diesen Kanal hier auch zu zeigen. Ja, das ist mir nur nochmal wichtig, dass ihr das mitnehmt, um euch zu schützen, bevor ihr eben also reagiert, macht den Screenshot oder reagiert auch nicht, macht den Screenshot und dann macht erst alles Weitere, löscht den Kommentar und blockiert. Ihr braucht diesen Screenshot, um es nachzuweisen, um euch da auch dann aufstellen zu können. Genau, das nur mal so mein kleiner Einwurf zu dem Thema. Vielleicht kannst du ja dann den Link noch im Chat teilen. Das mache ich, genau, mache ich nachher. Super wertvoll. Ja. Kannte ich auch nicht. Ist eine tolle Plattform mit tollen Leuten also ich habe schon einige Male, wenn ich solche Fälle hatte, dann da auch einfach nochmal alles sozusagen, es kommt aus so einer juristischen Ecke, es ersetzt natürlich keine juristische Beratung, ganz klar, das sagen die auch, aber es lebt halt von vielen den Erfahrungen vieler Einzelfälle. Besser geht es ja nicht. Ne? Genau. Du hast noch einen Screenshot, den wir sehen. Was genau, hast du jetzt? Das ist jetzt eben auch immer noch die gleiche Person über Jahre. Was ich mit dem zeigen möchte, es geht nicht nur um eine direkte Anfeindung in Kommentaren oder ein Tag in einem LinkedIn-Post, sondern das kann eben auch so quasi durch die Blume passieren, so dass die Follower der Autoren und Autorinnen das nicht so begreifen, aber die Community der Person, die beleidigt wird, das schon versteht.
Und da wird von empörter Nachricht einer Kollegin oder eine Bewerbungscoachin hat entrüstet gefragt oder sie beweihräuchern sich selbst, einfach all diese Dinge, wo ich genau weiß, dass das in meine Richtung da hier geschossen wird. Mhm. Aber kann man natürlich nicht viel machen. Ich sammle es einfach, um quasi auch aufzuzeigen, dass das ein Muster ist, dass das ein, eben, das ist für mich richtig so digitales Mobbing, weil man so versucht, sich zu verstecken, aber immer wieder quasi so Pfeile schießt. Und das erinnert mich wahnsinnig an den Schulhof, wo man hinter dem Rücken von anderen getuschelt hat und irgendwas in den Schuh reingeleert oder irgendwie so. Das ist so dieser Kindergarten. Das Niveau. Ja. Genau, das Niveau. Und da geht es weiter, auch bei Postings, viel Werbung der sogenannten Hochglanz-Karriereberater. Einige bezeichnen sich als Könige und Königinnen. Ich meine, sorry, wie kannst du dann nicht drauf kommen, dass es dabei eine Anfeindung an mich geht, weil halt mein Branding Bewerbungsqueen ist. Und das sind so Dinge, das ist alles öffentlich und finde ich einfach übergriffig und überschreitet eine Grenze. Es käme mir nie in den Sinn, über andere quasi so öffentlich in dieser Art abzulästern. Wenn ich das getan hätte, dann immer als Reaktion eben auf so trollige Posts in dem Sinne. Aber nie irgendwie auf das Branding oder das Äußere oder sonst irgendetwas von der Person. Das finde ich schon, das ist schon krass. Ja, oder dann frontal, ne? Also ich habe es einmal frontal tatsächlich gemacht, aber mit aller Wertschätzung. Aber da war dann ein Wort drin, was wirklich meinen Gedanken wiedergegeben hat. Das war das Wort selbstherrlich. Und das habe ich aber ganz offen gemacht und aber auch sehr wertschätzend, dass das eben ein Gedanke ist und dass ich nochmal besser verstehen will, warum das dann so ist. Ja, und daraus hat sich eine total wertvolle Diskussion auf der Ebene der persönlichen Nachricht und noch mehr Gespräche ergeben. Also manchmal hat man ja, also sozusagen mal eine Kritik oder einen Gedanken, auch wie etwas ankommt, zu äußern, finde ich, kann man machen. Aber es ist ja eben immer total wichtig, dass man das dann, selbst wenn es ein bisschen Kritik ist, nochmal wertschätzend rüberbringt und sagt, Kotao, tolle Leistung, alles super, aber das kommt trotzdem bei mir an. Ja, aber das dann eben, da finde ich dann eben nicht irgendwie so hinterm Rücken, sondern dann gehe ich doch mit dem Kommentar drunter und dann kann sich was entwickeln oder es passiert eben auch nicht. Ja, also das dann tatsächlich für mich als Gedanke und wir sind dann auf die persönliche Nachricht gegangen. Hat sich das manchmal dann auch schon bei dir in die Kanäle so reingefressen oder wie sieht das aus? Also findet das alles sichtbar statt oder gibt es auch Dinge, also was wir alle vielleicht mal erlebt haben, ist so eine Anmache von Typen oder so, ja, auf einer persönlichen Ebene, zack, weg sind sie, ja. Also das ist ja, das machen wir so nebenbei, aber hat sich das da schon mal auch in die persönlichen Nachrichten reingefressen? Das kann es auf jeden Fall geben, weil ich bin die Letzte, mit der du nicht sprechen kannst. Ich bin super offen und ich besitze ein großes Maß an Empathie und versuche immer, mein Gegenüber zu verstehen. Eben, aus welcher Ecke kommt diese Person? Sind das Anfeindungen oder Dislikes aufgrund von Mangelbewusstsein oder aufgrund von Neid oder aufgrund von, keine Ahnung, schlechte Tage, ich weiß nicht. Also ich versuche immer zuerst den 1-zu-1-Kontakt, wenn es jetzt so heftig ist, zu suchen. Das habe ich mit den beiden Personen auch gemacht. Mhm. Nur haben sie sich da dagegen entschieden. Und ich habe gerade ein Beispiel von gestern, wo ich ein Posting gemacht habe, wie ich mich verändert habe in einem Jahr. Da sah man 2021, wo mir schlecht ging und jetzt geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Und das sah man auch körperlich. Und das war jetzt auf Instagram die Plattform, nicht auf LinkedIn, aber da hat jemand auch, hat sich angegriffen gefühlt und dann gleich ausgeholt. Und das ist der Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Dann gibt es Momente, wo ich das Gefühl habe, meine Botschaft wurde missverstanden und dann gehe ich in den Austausch. Mhm. Das ging da so hin und her. Und dann habe ich gesagt, hey, PN, du hast eine PN.
und habe das Ganze verlagert auf die 1-zu-1-Kommunikation, um meinen Standpunkt noch besser darzustellen. Also das tue ich auf jeden Fall. Aber klar, wenn jemand eine bestimmte Grenze überschreitet und ich den blockiere, dann gibt es auch keinen Austausch mehr. Dann ist es einfach auch. Genau. Ja, genau. Wir haben hier Andrea, die blende ich mal ein. Die sagt, liebe Selma, da haben sich wohl zwei Personen richtig an dir festgebissen, wie es aussieht und das schon über Jahre. Wie schrecklich. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Und ich finde es eben gut, wie du damit umgehst und das eben auch heute nochmal reflektierst, weil tatsächlich, und das ist dann wieder der Gedanke, wenn es nur einem weiterhilft, dem das dann auch mal passiert, ja, da finde ich eben, bist du einfach super stark in dem, wie du es eben jetzt auch annimmst und hier rüberbringst. Und ich habe hier noch bei mir, bei StreamYard, im Gegensatz zu dem mobilen Feed, LinkedIn-User, wissen wir nicht, ja, die vier Seiten einer Nachricht passt da wohl ganz gut, liebe Katrin, ne, was ich gerade erklärt habe. Ist ja immer ein bisschen besser, wenn uns noch einen Kontext dazu gibt, aber ne, was habe ich auf der Sachebene zu übermitteln und wie vermittle ich es? Und das ist Fritz von Thun und ich weiß wieder die anderen beiden Seiten nicht. Aber tatsächlich, dass eine Botschaft immer mehrere Ebenen hat, ist dieser Kommentar sicherlich gemeint, sonst vertieft das gerne auch nochmal, lieber Userin oder lieber User. Hast du noch einen Screenshot am Start? Haben wir das? Ja, ist, glaube ich, der letzte. Das ist auch wieder von einer Person, nicht direkt unter meinem Kommentar, sondern ein Kommentar von jemand anderem, wo dann über King oder Queen gesprochen wird. Also es ging wieder um das Thema Bewerbungscoaching. Und dann schreibt die Person, ich werde nicht durch Steuergelder finanziert. Grund ist, weil ich mal einen Post gemacht habe, dass ich von der InnoSwiss in der Schweiz, Innovations, wie soll ich sagen, Gremium, ausgezeichnet wurde für ein Innovationsprojekt. Und das wird natürlich von Steuergeldern finanziert. Und so Sprüche von eine Krone soll verdammt schwer sein. Und wenn ich an Heinrich der VIII. Denke, dann möchte ich auch nicht so sterben. Ich finde es einfach ein bisschen grotesk und frage mich dann halt auch, was haben die Personen, weil sie schaden sich eigentlich nur selbst. Ich für mich habe einfach einen Screenshot mehr in meiner Kollektion, aber die Wahrnehmung der Person, der Personal Brand, die wird wirklich ein bisschen, bekleckert. Und das sollten sich die Leute wirklich überlegen. Also nicht deine, sondern deren, ne? Noch ja, um genau. Ganz klar zu machen. Ja. Es gibt so, ich meine, ich habe 90% stille Mitleser. Ich bekomme so oft Nachrichten und sage, sag mal, ich folge dir schon so lange, ich bin bisher nur stille Mitleserin gewesen. Also das, was abgeht in den Kommentaren oder wie viele Leute posten, ist ein kleiner Bruchteil von dem, was wirklich von der Community konsumiert wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, viele sind sich dessen nicht bewusst. Dass es gelesen wird und dann machen sich die Leute ihre Meinung halt dazu. Genau. Es ist nicht Big Brother is watching you, es ist the whole world is watching you. Also würde ich nicht mehr so machen, an der Stelle. Wow, das war ein interessanter Einblick in deine Screenshot, in dein Screenshot-Nest, Nähkästchen, wie wir sagen. Ja, also danke, dass du das hier mit uns teilst. Und einmal einblenden möchte ich tatsächlich noch, das muss ich jetzt mal auf mich da wieder gehen. Das ist der Screenshot zu deinem LinkedIn-Profil. Also alle aus meinem Netzwerk, die Selma tatsächlich noch nicht kennen. Ich habe mal geguckt, wer so bei dir heute das Ankündigungsposting geliked hat. Wir haben da schon Überschneidungen, aber du hast natürlich viel mehr, deswegen kenne ich viele nicht. Ich vermute, dass viele meiner Leserinnen, Leser und meiner Community dich durchaus kennen, aber jetzt zumindest, ja, schon allein durch die Ankündigung, was an alle gegangen ist. Folgt Selma, weil ich finde eben, wie gesagt, wenn ihr was lernen wollt über authentisches Kommunizieren und die Reflexion dessen,
was ist meine Identität und was davon gebe ich auch digital preis? Weil ich bin mir sehr sicher, liebe Selma, dass wir trotzdem nur einen Bruchteil deiner gesamten Facetten kennen. Ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass dadurch, dass wir eine Sichtbarkeit haben und viele Facetten von uns zeigen, aber eben ja auch nicht alle. Ja, und du machst immer mal noch einen Spot mehr auf. Wie gesagt, das finde ich sehr, sehr mutig. Und, muss man nicht, kann man. Also wie gesagt, wir haben vorhin über Mut gesprochen. Logisch, es braucht auch verdammt viel Mut, hinzustehen und zu sagen, fast ein bisschen ein gläserner Mensch, hey, das bin ich, mit allem Guten und allem Schlechten. Das braucht Mut. Das muss nicht jeder so umsetzen. Aber ich möchte eigentlich dieses Walk the Talk machen, weil ich unterstütze Menschen, sei es jetzt Stellensuchende oder Corporate Influencer, Business Influencer, digital in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das heißt, ich muss da auch mit gutem Vorbild vorangehen und sie auch inspirieren. Ich sage nicht, dass sie es genau gleich machen sollen, aber ich möchte zeigen, dass diese digitale Sichtbarkeit trotz Care-Medaille etwas bewegt, weil sonst würden du und ich heute nicht hier sitzen oder stehen. Also das heißt, Content macht etwas, sei es ein Jobangebot, sei es einen neuen Auftrag, irgendetwas. Und zeigt euch nahbar und authentisch, glaubwürdig. Und dazu gehört es, dass man auch nicht nur dieses polierte Bild nach außen zeigt. Man muss nicht privat posten, man muss nichts super, super Persönliches posten, aber ein bisschen den Menschen dahinter zu spüren, kann nicht schaden. Ja, und was ich eben immer wieder sehe, gerade in dieser Diskussion ums Personal Branding und was auch das Personal Branding umfasst, mir hupft das immer eins zu kurz, weil ich halt finde, so wie du auch mit deiner Community interagierst, dass es eben wichtig ist zu wissen, wir haben mit Menschen, selbst wenn wir eine große Reichweite haben und viele Menschen da unterwegs sind, und du sagst ja selber, sind 90% Mitleserinnen und Mitleser, bei denen baut sich ja ein Bild über uns auf. Die bauen eine Beziehung zu uns auf, über unsere Äußerung, auch wenn die nie reagieren. Ja? Und das ist doch sehr wertvoll zu wissen, dass einerseits eine große Sichtbarkeit wie bei dir zu so einer Angriffsfläche führt, aber andererseits, ne, also jetzt sozusagen drehen wir die Medaille wieder um, zu so viel Opportunitäten, Chancen und positiver Wirkung. Und da finde ich halt immer, sich nochmal selber klar zu machen, wie stark profitieren wir davon, was du eben schon sagtest, und wie viel ist dann davon eben das Unkraut, um diesen Kreis wieder zu schließen. Ich bin auch Gärtnerin, ja, gestern gerade Efeu gerupft, weil ich es nicht mehr sehen kann. Also da, das finde ich total wertvoll zu sagen, es macht uns ganz viel Chancen auf in unserer Berufstätigkeit und dann gibt es leider ein bisschen Unkraut und da ordentlich mit umzugehen. Das hast du uns heute echt super nahe gebracht und danke fürs Teilen dieser ganzen Erfahrungen. Finde ich wirklich, wirklich wertvoll, wenn ihr in der Community, ich habe jetzt auch nicht viel reingesprochen, weil ich es fand, das muss man auch erstmal so nachvollziehen und verdauen. Manchmal ist es bei uns auch etwas interaktiver, aber das müssen wir jetzt vielleicht auch erstmal so sacken lassen. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir, wenn wir Beziehungen haben, die wir auch digital pflegen, kommt es halt zu Befindlichkeiten. Und diejenigen, die da rummobben, die sollen sich doch mal überlegen, was ist eigentlich bei ihnen los? Ne? Weil es ist nicht, die projizieren was auf dich, aber das ist bei denen. Und das finde ich nochmal so, um auch eine Distanz aufzubauen, wenn wir da selber betroffen sind, nochmal ganz wichtig. Ja? Also dass es eben so viel bei dem anderen ist, anstatt bei uns. Das ist wahrscheinlich auch wieder diese vier Seiten einer Nachricht. Der Absender sagt auch was dazu. Genau. Also ich muss dann noch was, noch eine kurze Ergänzung reinbringen. Ja. Ich finde, du hast das schön gesagt, man darf nicht vergessen, das sind nur Einzelfälle. Das ist wirklich selten. Das ist nicht an der Tagesordnung. Und ich habe jährlich 8 Billionen Views von meinen LinkedIn-Beiträgen. Das ist so eine kleine Zahl. Und
Es ist schon so, am Anfang hat man die Tendenz, egal wenn es 100 tolle Kommentare sind, dieser eine, der negativ war, möchte man unbedingt irgendwie noch bekehren oder rechtfertigen. Nein, man soll diese 99 lesen. Und da hilft es mir auch immer wieder, wenn ich meine LinkedIn-Empfehlungen durchschaue, zum Wissen, ach nein, alles gut, ich mache einen richtig geilen Job. Und weg damit, aus den Augen, aus dem Sinn. Sehr schön. Und das würde ich nicht sagen für meine nächsten Gäste. So viel Ankündigung darf ich hier noch machen, weil tatsächlich kommen nächste Gäste zwei, freue ich mich sehr. Endlich haben wir einen Termin. Jule Jankowski hat ein Buch geschrieben, Good Work, über New Work, und sie ist systemische Organisationsberaterin, und wir sprechen mit ihr über das Fremdeln mit New Work. Ich setze mich ja gerade intensiv mit der neuen Arbeitswelt auseinander, habe ich bei dir auch ein bisschen was dazu gelesen, ja, und über das Vernetzen und das Networking in dieser Arbeitswelt. Und das wird dich vielleicht auch wieder interessieren, liebe Selma, ich habe eine Personalberaterin zu Gast, mit der ich sprechen werde über Schönfärbereien bei LinkedIn, ja. Sie sagt also 30% dessen, was sie so erlebt an Lebensläufen und Darstellungen, sind irgendwie ein bisschen getuned, und da werden wir eben auch über die Graduierungen und dessen, was, also wo man es vielleicht hübsch macht, aber dann eben nicht über Grenzen hinweg geht, sozusagen diskutieren. Super, Selma. Spannend, also da schaue ich definitiv rein. Zwei Sehr meiner Lieblingsthemen, also auf jeden Fall. Haben wir irgendwas, du hast ja eben schon noch mal ein bisschen die Ecken ausgekehrt, haben wir noch irgendwas auf dem Weg liegen lassen oder vergessen, was wir dringend noch abräumen sollten? Ich finde, das war total nachvollziehbar. Wir freuen uns, würde ich sagen, jetzt noch in diesem Live-Moment, während wir gleich die Outro-Musik starten und uns verabschieden. Wenn ihr Selma noch was zurufen wollt oder uns hier für den Talk, freuen wir uns jetzt natürlich über direktes Feedback und euer Tschüss sagen. Wenn ihr betroffen seid, dann meldet euch. Ihr wisst, Selma ist da Expertin, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr was aus der Community habt, und sucht euch, wenn es mal vorkommt und wenn ihr es jetzt nachträglich schaut auf unseren YouTube-Kanälen oder ähnliches, sucht euch jemanden, mit dem ihr euch darüber austauscht. Ich glaube, das ist so ein erster, ne, wenn du jetzt betroffen bist, so ein erster Trick und Tipp zu sagen, erstmal muss ich das verarbeiten, ich möchte mich dazu austauschen, ich möchte darüber sprechen, um eben auch diese Distanz aufzubauen. Ja, das ist, glaube ich, das ist wichtig. Ja, wir kriegen hier wieder vom, ich glaube, es könnte Manuela sein. Vielen Dank, dass ihr dieses wichtige Thema besprochen habt, mit leider guten Beispielen, ja. Und genau, und wir sind die aus der Abteilung Glas ziemlich voll. Es ist die Minderheit, aber das habe ich neulich mal gehört, Selma, es ist so, dass wir doch auf dieses Negative anspringen, weil wir ja Menschen sind mit einer Genetik aus der Säbelzahntiger-Ära, und das könnte ja unser Leben kosten, und deswegen müssen wir uns mit den Negativen so auseinandersetzen, also da können wir gar nicht anders, aber heute sozusagen zivilisiert mit Durchatmen, Meditieren, Wegatmen, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall. Ich danke dir von Herzen. Danke dir, liebe Katrin, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wünsche allen, dass es euch einfach nicht passiert. Genau. Also, tschüss, tschüss aus Berlin. Ich hau die Outro hier rein.